Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Venedig-Reisevideos. Das Thema heute ist der Flughafentransfer vom Flugplatz Marco Polo nach Venedig. Am Anfang stand Ihr Entschluss, Venedig zu besuchen und dazu den Flieger zu nehmen. Nach Ihrer Landung am Flugplatz Marco Polo haben Sie ein kleines Problem. Wie Sie hier im Plan sehen, liegt der Flughafen am Festland nördlich von Venedig und ist rund 10 Kilometer von der Stadt entfernt. Sie sind also auf einen Transfer angewiesen. Für den Flughafentransfer gibt es in Venedig 6 verschiedene Anbieter. Diese werden Ihnen alle in diesem kurzen Video vorgestellt. 3 Anbieter fahren Sie auf dem Wasserweg in die Stadt und 3 Anbieter nehmen den Landweg bis zum nördlichen Stadtrand von Venedig. Mein Name ist Bernd Morgenthaler. Meine Kontaktdaten finden Sie auf venedig.com. Den besten Transfer bieten die kleinen, wendigen und schnellen Wassertaxi. Falls Sie ein Taxi online bestellt haben, wartet es auf Sie. Direkt nach Ihrer Ankunft steigen Sie ein und das Taxi bringt Sie auf dem schnellsten Weg bis zu Ihrem Hotel oder zu jedem anderen Ziel in Venedig. Das private Wassertaxi ist der schnellste und bequemste Transfer und das hat natürlich seinen Preis. Wenn Ihr Hotel eine Anlegestelle hat, fährt Sie das private Wassertaxi natürlich bis vor die Haustür. Etwas günstiger wie ein privates Taxi ist das Shuttle-Taxi. Es ist zwar der gleiche Bootstyp, der hier eingesetzt wird, allerdings müssen Sie die Fahrt nach Venedig mit anderen Passagieren teilen. Bis zu 10 Personen passen in ein Taxi. Im Unterschied zu dem privaten Taxi wartet das Shuttleboot am Flugplatz ca. 30 Minuten und fährt erst dann los. In Venedig fährt das Shuttle-Taxi so nah wie möglich zu Ihrem Hotel, setzt Sie dort ab und fährt dann weiter, um die anderen Passagiere ebenfalls am gewünschten Ziel abzusetzen. Der private Anbieter Ali Laguna, gut erkennbar an seinem gelben Boden, bringt Sie ebenfalls auf dem Wasserweg vom Flugplatz Marco Polo in die Stadt. Die Boote fahren, wie Sie das vom öffentlichen Nahverkehr gewohnt sind, mit einem festen Fahrplan und halten in Venedig an fest vorgegebenen Haltestellen. Die Ali Laguna fährt alle 30 Minuten vom Flugplatz los und benötigt bis ins Zentrum der Stadt circa eine Stunde. Den günstigsten Transfer bietet Ihnen der öffentliche Nahverkehr ACDV an. Für 8 Euro bringt Sie der Aerobus der Linie 5 vom Flugplatz bis zum nördlichen Stadtrand von Venedig, dem Piazzale Roma. Von dort aus gehen Sie entweder zu Fuß weiter oder Sie nehmen die Wasserbusse, die hier Vaporetti genannt werden. Der Aerobus fährt alle 15 Minuten vom Flugplatz los und hat eine Fahrzeit von rund 30 Minuten. Der öffentliche Nahverkehr für die Landregion im Osten der Stadt mit dem Namen ATVO, der Buchstabe O steht für Orientale, fährt Sie ebenfalls mit seinen komfortablen Bussen vom Flugplatz nach Venedig zum Piazzale Roma. Der ATVO-Bus fährt alle 15 Minuten vom Flugplatz los und hat eine Fahrzeit von rund 25 Minuten. Er nimmt die kürzeste direkte Route nach Venedig und macht keine Umwege durch Mestre wie der Aerobus. Natürlich gibt es wie an jedem anderen Flugplatz der Welt auch hier in Venedig die ganz normalen Straßentaxis. Wie die Busse auch, fahren die Straßentaxis nur bis zum nördlichen Stadtrand von Venedig oder in den Hafen der Kreuzfahrtschiffe. Zum Schluss noch ein Hinweis.
vergleichen Sie vor Ihrer Buchung des Flughafentransfers die Preise im Internet. Lassen Sie sich bitte nicht von falschen Versprechungen täuschen. Da wird oft um die Gunst der Kunden geworben mit Worten wie Tiefpreisgarantie, Bestpreisgarantie, Niedrigpreisgarantie, Toppreisgarantie. Und das, obwohl der jeweilige Preis zum Teil deutlich über dem liegt, den die Flughafentransferanbieter hier verlangen. Für jede der 6 Transferarten finden Sie hier ein eigenes, kurzes Video mit weiteren interessanten Details. Suchen Sie auf YouTube einfach nach dem Wort Venedig.com. Für weitere Informationen über Venedig besuchen Sie unsere Original-Homepage venedig.com. Sie wissen ja, unsere Aufgabe ist es, alle Venedig-Touristen zu informieren. Offen und ehrlich, umfassend und natürlich kostenlos.